Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video zur Synology Disk Station. Und in diesem ersten kleinen Video wollen wir uns ein bisschen näher mit einem der möglichen Pakete beschäftigen, die die Disk Station hier bietet, und zwar die WordPress-Funktionalität in diesem Fall. Denn neben den vielen, in Anführungsstrichen, Standardfunktionen, die eine Synology bzw. eine NAS bietet, kann ich mir eben hier auch WordPress installieren. Ich habe das schon gemacht. Die Installation dauert einen kleinen Moment. Voraussetzungen für die Installation sind ein Webserver und eine Datenbank. Das installiert sich aber im Zweifelsfall mit. Und wenn wir jetzt hier auf Öffnen klicken, dann landen wir auf dieser WordPress-Seite, die zumindest teilweise automatisch generiert wird und die wir hier auf unserer Synology betreiben können, wenn wir das gerne wollen. Okay, für alle die sich angucken wollen, wie man das Ganze dann bearbeitet, hier diese Oberfläche, in der wir jetzt noch sind, könnte ich Beiträge schreiben, Beiträge anpassen und. Die eigentliche Administration finden wir aber unter Admin. Und hier wiederum finden wir jetzt alle möglichen verschiedenen Funktionen, die uns die Anpassung unserer WordPress-Seite erlauben. Das heißt, ich kann hier über die Einstellungen verschiedene Sachen einstellen, auf die ich später näher eingehen möchte. Ich habe verschiedene Werkzeuge für Datenimport. Ich kann Benutzer anlegen und Benutzer verwalten. Ich kann Plugins installieren und sie verwalten. Genauso kann ich Einfluss auf das Design nehmen. Ich kann Kommentare, Seiten, Medien und Beiträge verwalten, erstellen, löschen, verschlagworten und vieles mehr. Ich kann hier also einen kleinen Blog einrichten, mit dem ich über was auch immer berichte, wobei Blog hier sicherlich zu starr gesehen ist. WordPress ist keine reine Blog-Funktionalität, sondern darüber kann ich auch statische Seiten, Firmenauftritte und viele verschiedene Möglichkeiten einrichten und nutzen. Das aber alles vielleicht ein wenig später. Bis hierher erstmal nur die grobe Übersicht und natürlich der Hinweis darauf, dass das Ganze überhaupt möglich ist. Ich denke, vieles von den Sachen hier sind einfach super selbsterklärend, da sich die Bezeichnungen sehr, sehr eindeutig sind. Gleichzeitig habe ich hier auch die Möglichkeit, über verschiedene Hilfefunktionen ein bisschen was zu erfahren. Und das Internet ist voll von Anleitungen und vielen verschiedenen Erläuterungen zu diesem Thema. Okay, wer darauf gespannt ist, was man mit dem WordPress auf der Synology so alles machen kann, der schaut vielleicht ein andermal nochmal rein und ich erstelle noch ein paar weitere Videos. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen und allen anderen einen schönen Tag und bis bald.